Wir haben immer noch das Jahresmotto Nature Matters, wir gehen raus. Wir, das sind die Bürger- und Touristinfo, die Stadtgalerie und das Kultur- und Kongressforum. Jetzt aktuell haben wir die zweite Ausstellung des Jahres eröffnet mit Olga Gollos, Grenzerfahrungen jenseits der Natur. Und wie der Titel so schön sagt, wir bewegen uns in Grenzen. Grenzen zwischen Kultur, Natur, Mensch und Umwelt, zwischen verschiedenen Materialien, die unterschiedliche Grenzen aufweisen, des Möglichen, des Machbaren, der technischen Verfahrensweisen. Unglaublich spannend. Ich sitze hier vor einer Rauminstallation bzw. einer Skulpturengruppe, die hier in den Raum speziell auch anhand der Anzahl der Objekte installiert wurde. Zu dem Objekt gehört einmal diese Sockel, die vasenähnlichen Glasobjekte innen drinnen und dann haben wir noch so kleine Arbeiten, die aus Architekturpapier zusammengesteckt wurden. Also wirklich viele Materialien, die nur in dieser einen Komposition zusammenkommen. Und das Besondere hierbei ist, jede Vase, also in Anführungszeichen, das sind natürlich skulpturale Objekte, die vasenförmig aufgebaut sind, unterschiedlich hoch sind, unterschiedlich tief, unterschiedlich auch geformt. Und das Besondere hierbei ist, dass sie auch unterschiedlich tief in die Sockel gefasst sind. Das hat auch ein bisschen die inhaltliche Komponente, dass sie zum einen begrenzt werden, zum anderen werden sie von diesen aber auch beschützt. Also sie umhüllen sie, sie geben einen schützenden Raum für diese Objekte. Die unterschiedlichen Größen und Formen haben damit zu tun, dass sie auch an die Wachstumsphasen von Pflanzen erinnern. Also vom Samen bis zur Keimung, bis dann auch irgendwann eine Blüte oder eine Frucht entsteht. Und diese Papierobjekte sollen dann eben visuell die Samen nochmal aufgreifen. Ich stehe jetzt vor einigen Werken aus der Serie Under, Under wie unter oder unter Wasser, unter See. Es handelt sich um sehr viele gerade Arbeiten, die auch ein bisschen an Seeigel erinnern und die aus einem sehr speziellen Glas gefertigt sind. Es handelt sich um schwarzes Glas, es ist licht und durchlässig. Es ist sehr spezifisch, es ist auch kostspielig und es ist auch in der Verarbeitung sehr besonders, da man nicht mit einem lichtdurchlässigen Kleber arbeiten kann, wie das sonst bei Glas gemacht wird. Und was halt auch hier auch thematisch wieder Anklang findet, sind diese ökologischen Fragen, ökologischen Auseinandersetzungen mit Tiefsee-Meeresbewohner. Und zwar kennt man von Lebewesen unter Wasser, dass sie sehr gläsern sind, sie sind zart, sie sind durchsichtig, also sie haben eine durchsichtige Oberfläche, eine sehr lichtdurchlässige Oberfläche, was hier nicht der Fall ist. Sie sind schwarz, sie sind bedrohlich, die haben einen gefährlichen Charakter, was wiederum auf die Konsequenzen sozusagen anspielt, wenn die Wasser verschmutzt werden, was das mit den Tieren, was das mit dem Leben dort unten macht. Das sind die letzten Objekte aus dieser Special-Folge, und zwar sind es die Werke aus der Gruppe Melting Points, also Schmelzpunkte. Hier haben wir auch wieder mal ein ganz besonderes Material, und zwar ist das Bull-Eis-Glas, ein Hersteller aus USA, der wirklich auch für seine Fachglas bekannt ist und berühmt ist. Es ist ein sehr kostspieliges Glas, also auch hier wiederum handelt es sich um ein sehr wertiges Material. Und es ist wirklich in Schichten angelegt. Man hat verschiedene opale Farbschichten von dem Glas, die aufeinander aufgetragen werden. Was am Ende passiert, ist, dass diese Schichten, die so aufwendig und auch aus kostspieligem Material übereinander geschichtet werden, die werden abgetragen, um diese Oberfläche zu erzeugen, die wirklich auch an schmelzende Eiskappen aus der Vogelperspektive erinnern. Und hier ist auch dieser Bezug von Material und Inhalt zu ökologischen Themen wieder ganz eindeutig oder auch wirklich schön und sensibel rübergebracht. Und zwar hat man wertvolles Material, das abgetragen wird und damit unwiderruflich verloren geht, genauso wie das mit unseren Rohstoffen und vor allem auch dem aktuellen Eis passiert. Wenn das, was ihr jetzt gerade gehört habt, euch interessiert oder wenn ihr sagt, das macht jetzt Lust auf mehr und ihr müsst unbedingt noch mehr wissen, dann kommt unbedingt in die Ausstellung. Kommt alleine in die Ausstellung, schaut euch um, wir haben hier zahlreiche Texte für euch vorbereitet. Oder kommt zu unseren Führungen, alle zwei Wochen, jeweils am Sonntag mit Xenia oder mir. Und ein ganz besonderer Hinweis kommt am 20.06. zum Künstlerinnengespräch. Dann ist nämlich Olga Gollos höchstpersönlich nochmal hier, die natürlich ganz anders über ihre Arbeiten sprechen kann. Sie wird interviewt von Dr. Barbara Dabanolu aus München, Kunsthistorikerin und Kulturvermittlerin, die dann nochmal einen ganz anderen Blick, glaube ich, auf die ganze Sache werfen wird.